So, herzlich willkommen zu Let's Play von Mindtest Interview. Ja, quasi zum fröhlichen Häuser bauen. Achso, ja. Nein, das da. Genau. So. Ja, das Loathback, das war ein bisschen zum Experimentieren. Da habe ich mal so ein bisschen so. Kann ich mal dazu zeigen. Lalala, ist quasi genau das gleiche wie unsere Let's Play Session. Nur. Mal gucken, Interval war, glaube ich, mit der 2. Ach, ein bisschen Walker drin. Ne? Verstehe ich gerade gar nicht. So. Quasi für leistungsschwache Rechner. Ja, hier sieht man hier auch schon keine 3D-Wolken, sondern nur so einen komischen Klinger da. Komplett hier mit dieses Hervorheben. Oh, kein Smooth Lightning, sondern das Licht wird pro Block separat berechnet, deswegen diese Klötzchen und so weiter und so fort. Und extrem niedrige Sichtweite. Ja. Warum ich das gemacht habe, lange Geschichte, interessiert uns und unserem Let's Play aber nicht wirklich, von daher. Ist das auch weitestgehend egal. So. Jetzt merke ich doch gerade, Quatsch, 2 ist doch falsch. 2 war doch unser Dixabumster. 1 war doch richtig. Eben, 2 war doch Vanilla, als ja war. So. Na gut. Dann wollen wir mal weitermachen. Wir waren hier gerade dabei, fröhlich unser Haus zu bauen, als unser Besuch kam, dass sie mittlerweile auch ein Haus gebaut hat. Okay. Das Haus bringt mich eigentlich gerade zu einer Frage. Aus welchen Materialien wollen wir unser Dach bauen? Können wir uns denn überlegen? Erstmal müssen wir sowieso ernsthaft? Treppe aus Glas? Tja, wer in einem Glashaus sitzt, sollte nicht mehr Stein werfen. Ah, wow. Diese Treppe hier ist wow. Also wow. Nee, wow. Einfach wow. Wow. Wow, wow, wow. 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 Okay. Also, wir tun gerne reingehen. Weil der Bäume gerade so schon im Weg steht, schlage ich ihn gleich mal den Ast ab. Thanks. Die Leute stört nicht. So, warum sind die ganzen. Ach so, weil hier noch die ganzen Baumstämme sind. Ach man, ey. Ja, das heißt, wir müssen die Bäume vielleicht doch ein bisschen weiter wegpflanzen. Das hier ist doch ein bisschen unpraktischer, als ich dachte. Moment schon mal, geht das eigentlich? Wenn ich jetzt hier das Ding hinsetze, oder beziehungsweise hier ist noch ein Holz, und ich den jetzt hier mit der Umschalttaste abkreuze. Ah, das hat funktioniert. Das jetzt nicht so ganz. Wahrscheinlich, weil er die Blätter noch zu dem Baum hier mit zuzählt. Schade, funktioniert also doch nicht so gut. Okay. Ist natürlich schade. Jetzt überall noch Holz drin, ey. Was mache ich denn hier für eine unausgewogene Sache? Dann haben wir hier mal die ganzen Blätter weg. Ist ja auch was Feines. Aber wie gesagt, dann müssen wir uns mal für die Bäume hier irgendwie hinten. Hier, wir haben hier noch haufenweise freie Fläche. Können wir die Bäume auch hier hinten hinpflanzen? Dann kommen sie wenigstens nicht mit unseren Balken hier in Gehege. Hä? Egal. Doch, war richtig. Ins Gehege gekommen. Ja. Klang gerade irgendwie falsch. Ich weiß auch nicht warum. So, geht das hier mit dem Ding schneller oder? Nee, auch nicht. Ach, super.
Okay. Siehst du, das ist genau das, was ich gestern meinte, ne? Ich hatte zwar nicht vor, hier jetzt in die Höhle zu gehen, aber es kommt schon wieder irgendwas dazwischen, wo das schon wieder nicht am Haus weiterbauen können. Immer diese Gartenarbeit hier. Übrigens haben wir auch eine Menge verändert hier auf dem Itaville-Server. Zum einen sieht man das vielleicht, dass die ganzen Bäume hier jetzt mittlerweile auch Blöcke als Gras, als Blätter haben. Davor war es ja so, dass die Blätter hier diese komischen X-Dinger hatten, also praktisch aus... Na hier, genau wie die Dinger hier, dass so zwei Texturen so als Kreuz angeordnet waren. Und jetzt sind die Blätter aber so, dass sie wieder als Block angeordnet sind, so wie es auch normal bei Mindtest der Fall ist. Weil es hat mich halt ein bisschen gestört, dass auf allen Servern von mir sind die Blätter immer als Block, aber bei dem Itaville-Server, da waren sie immer so als Kreuz angeordnet. Ja, und das fand ich halt so nicht einheitlich. Also es war nicht schlecht, ne? Aber es war halt nicht einheitlich. Und deswegen habe ich gesagt, gut, zugunsten der anderen Server mache ich das hier auch als Block, damit man sich hier nicht immer umgewöhnen muss. Und dann habe ich noch ein paar andere Sachen verändert. Zum Beispiel kann man jetzt durch Papyrus und so, also hier durch Papyrus und Bambus, kann man durch Papyrus und Bambus durchgehen. Ja. Habe ich noch was geändert? Weiß ich gerade gar nicht. Ich habe, glaube, noch was geändert. Ich weiß aber gerade nicht was. Naja, auf jeden Fall, ja, wie gesagt, so ein paar Kleinigkeiten habe ich halt geändert. Aber alles Sachen, die uns jetzt hier im Let's Play nicht wirklich irgendwie beeinflussen, weil wir haben kein Papyrus oder ähnliches, von daher. So, sieht doch schon wieder viel sauberer, ordentlicher aus. Ich habe schon wieder Hunger. Fängt ja gut an. Zum Glück haben wir gerade ein paar Äpfel abgeschlagen hier. Die bringen ja voll viel. Achso, genau. Blätter werden mal hier in die Blätterkiste. Bevor wir uns wieder hier die Taschen voll. Scheiße. Ach komm, wisst ihr hier. Die können wir auch gleich hier so. Bam. Braucht keine Sau. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch Blätter. Also, siehst du genau hier, die Dinger. Da. Kann man jetzt durchgehen. Yay! Woo! Wie bei Vanilla Doom. Vanilla Mindtest. Natürlich, nicht nur. Ja, ich habe so viel Vanilla Doom in letzter Zeit gespielt. Halt. Okay, so, das heißt, wir können uns jetzt endlich mal um unser Dach kümmern hier. Sie ist wieder da. Oder er. Keine Ahnung. Ja. Wir können jetzt uns um unser Dach kümmern. Da brauchen wir aber, glaube ich, noch Holz. Oder haben wir mittlerweile Holz? Oh, ich bin komplett raus. Ne, wir haben Holz. Sehr schön. Okay. Das heißt, ja, zuallererst kann man aus diesen Dingern auch diese halben Holzblöcke bauen. Also praktisch, ja, solche Dinger, die halb so hoch sind nur. Also diese Slabs. Ich gucke einfach mal hier direkt. What? Achso, halt, nein. Scheinbar nicht. Ich gucke doch mal direkt bei Slab. Nee, kann man nicht. Schade. Na gut. Weil bei so einem geschwungenen Dach, da ist das Dach ja ein bisschen, ich sag jetzt mal, flacher. Und da sieht es ja mit so einem ganz Blöcken ein bisschen schwieriger aus. Beziehungsweise ist es halt schwieriger zu realisieren. Wir werden es trotzdem probieren. Oh. Zoran hat doch schon wieder den Server verlassen.
Hat er was geschrieben? Mach gerade eine Aufnahme. Okay. Schauen Sie mir auch nachher an, wenn. Achso, wenn du sie hochlädst. So, ja, das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir das Dachkonstrukt an sich designen. Ich würde erstmal per Palabum sagen, hier kommt einer hin. Dann kommt hier einer hin und hier einer. Ernsthaft jetzt? Okay, fuck off, wir brauchen ein Replacement-Tool. Haben wir eins? Wir haben kein Replacement-Tool? Was ist denn hier los? Warum haben wir kein Replacement-Tool? Ich hätte schwören können, dass wir mittlerweile mindestens zwei haben. Oder war das auf einem anderen Server? Na gut, bauen wir uns halt eins. Ist ja nicht so teuer. Wheeler. Wieplala. Was ist das eigentlich hier für ein Ding? Kristallaxt. Lol. Replacement. Das Ding da. Ah, scheiße, ich dachte, das war andersrum. Brauchen wir so zwei Kisten? Schade, ich dachte, eine reicht. Ah ja, egal. Ein paar Kisten haben wir noch und so teuer sind die Kisten auch wieder nicht, also von daher. Hä? Ach, das ist eine abgeschlossene Scheiße. Ach Gott. Das ist ja traurig. Das ist ja traurig. So, okay. So, wird einmal hier kopieren und jetzt hier raufpacken. Dankeschön. So, wir machen erstmal das Ding, was nach. Ach so, ja, okay. Nach oben kommt. Nein. Du Gott, verdammt, da. Wo ist unsere Axt? Ach, da. So, die brauche ich nicht. Du kommst nach da. Beziehungsweise wir könnten eigentlich auch das Dach ein bisschen flacher bauen. Dass wir quasi nicht 45 Grad hochgehen, sondern so 22,5 Grad hochgehen. Also so, ne? Also nicht so ein Dach bauen. Sieht man überhaupt, was ich gerade zeige? Keine Ahnung. Also quasi nicht 90 Grad umzulaufen, sondern halt so ein flaches Dach bauen. Wäre hier vielleicht sogar eine Alternative. Weil ganz ehrlich, mit 90 Grad Dach zu bauen, dann wäre das Dach hier einfach mal weit mehr als doppelt so hoch als das Gebäude selbst. Ist dann ungefähr so hier. Ich glaube mal, das wird dann einfach zu hoch. Deswegen, also 45 Grad, schätze ich mal, das wird dann schon definitiv besser. Ja. Dann machen wir einfach mal 45 Grad, ich guck mal. Darauf wird es dann hinauslaufen. So, dann bauen wir mal von der Seite hier. Wahrscheinlich besserer. So, das heißt hier. Achso. Alter. Ja. Man muss das Replacement Tool auch schon nutzen, wenn man es nutzen möchte. So, dann haben wir das quasi einmal. So, so. So. Und dann. Ach Gott. Ah, Mist. Ich bin hier gefallen. So. So. Ernsthaft jetzt? Ich hasse mein Leben. So, wieder ruft da. Ich hasse mein Leben. Wieder ruft da. Ist so wird das auch schon definitiv hoch genug. Sorin lebt schon wieder das Game. Okay. Und joint auch schon wieder. Okay.
Ja, manche betreiben das auch als Sport, ne? Also, pff, why not? Oh, ist das. So. Ach so, runterbauen, das hast du jetzt natürlich ein bisschen schwieriger. Ich mach das mal von. Ja. Ich mach mal so hier. Und. Ja. Och, Mann, oh. Keiner mag uns hier. Auf da. Ach Quatsch. Da. So. Okay, da kommen wir aber nicht ran, war klar. Von jetzt kommen wir auch definitiv nicht ran. Schissel de Dissel. Na gut. Dann machen wir das Dach erstmal von der anderen Seite. Muss ich mal gucken, wie war es hier? Hier haben wir mit zwei direkt angefangen, also drei rüber. Okay. Das heißt also eins. Für die, die nicht wissen, was immer schief läuft, wenn man sich versucht, hier lang zu klettern, also normalerweise, wie gesagt, ist es ja so, mit Rechtsklick, also wenn man hier jetzt mit Rechtsklick raufklickt, mit dem Replacement Tool, setzt man einen Block. Bam. Das Problem ist, wenn man versucht, hier lang zu klettern, macht man das ja mit der, Sch mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Kriechtaste. Und das Problem ist mit diesem Replacement Tool, wenn man hier etwas setzen möchte und dabei die Kriechtaste benutzt, dann setzt er nichts, sondern kopiert das, um es dann später genau so zu setzen. Und deswegen kann ich halt, wenn ich hier an der Kante lang krieche, so nichts setzen. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Aber okay, man gewöhnt sich dran. Ach, kommt immer noch nicht ran. Mist. Jetzt muss es aber reichen. Eins, zwei. Achso, genau, ja. Ach, Scheiße. Ach, goddammit. Ach, goddammit. Ach, goddammit. Mami, das Leben mag mich nicht. Können wir jetzt mal hier bitte irgendwie mal. Haben wir Sand dabei? Nein, natürlich nicht. Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Was tue ich jetzt? Jetzt ist gut, aber teuer. Ach komm, leck mich hier. Arschloch. Hast du doch gemacht mit die Absicht. Das Traurige ist, das müssen wir jetzt noch dreimal machen. Oh Gott. Vor allem, das ist ja gerade bei der obere Balken. Da kommen ja hier noch die unteren Bögen. Ne? Das wird auch spaßig. Okay, wir brauchen also, wir müssen uns definitiv eine etwas effizientere Bautechnik hier einfallen lassen für die nächsten drei. Scheiße, sind das sogar noch. Ja doch, genau, für die nächsten drei. Ja. Das dauert mir tatsächlich ein bisschen fast zu lange. Das geht so nicht. Das heißt. Wir machen es wirklich stupide von jeder Seite. So. So. So, achso. Danke dafür. Ach nö, jetzt kommen wir doch nicht mehr hoch, ne? Ach, Herr Minächen. Ja, beim Schleichen immer erst die Schleich. Nee, andersrum. Erst die Lauftaste loslassen und dann die Schleichtaste loslassen, sonst plumpst man halt gnadenlos runter. Da habe ich jetzt gerade die Tasten in der falschen Reihenfolge losgelassen. Sowas kann passieren. So, 2, 3. So, halt. 1, 2, 3. Ach Mann, oh Gott. Was tue ich hier? Doink, 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 doink. So, und einmal so, so. Moment mal. Doch, genau. So und so. Genau. Okay, damit haben wir den zweiten schon mal fertig. Das geht auch schon mal wesentlich schneller. 1, 2, 3.
Langsam wird unser Holz knapp. Ich glaube, wir brauchen definitiv doch noch mehr Holz. Schade eigentlich. Und ich weiß auch nicht, ob es so gut aussieht, wenn wir das Ganze wirklich so von unten machen oder ob wir die Blöcke nicht lieber querlegen sollten. Es sieht halt so schon echt ein bisschen komisch aus. Das Problem ist, wenn wir die Blöcken so querlegen, das würde dann noch komischer aussehen. Oder? Dizzle, ich bin mir komplett unsicher. Das ist deprimierend. Das ist echt deprimierend. Ist das schon. Ein bisschen. So. Na gut, okay. Ach, leider kommt die Sonne raus. Mache ich lieber wieder Stopp hier von der anderen Seite, beziehungsweise ich mache erstmal den hier direkt, weil wir gerade schon auf der Seite sind. Volle Konzentration hier, Alter, da kriegst du ja, weiß nicht was. Jetzt look like korrekt. Tja, könnte fast aussehen, als wenn zumindest für die oberen Bögen unser Holz tatsächlich reichen würde. Aber spätestens um dann hier die unteren Bögen zu machen, die dann hier unten auffliegen, weil es soll ja quasi einmal so ein Konstrukt sein, dann soll es hier unten dann soll es hier unten so eine Bögen geben, die dann nach da gehen und dann wieder quasi einmal rüber. Und von diesen Bögen soll dann hier nochmal ein Stamm nach oben durchgehen. Und da werden wir definitiv noch Holz brauchen. Definitiv. Ja. Achso, ja. Danke dafür. So, Nummer 1 gesetzt. Du kommst da noch hin. Ah, 40 Holz haben wir noch. Danach müssen wir auf jeden Fall. Ich pflanze bis jetzt schon Bäume an hier. Ich denke mal, das macht Sinn. Okay. Freie Bahn mit Marzipan. Entschuldigung, hab nichts gemacht. So, sollte doch erstmal reichen, so ein paar Bäumchen. Allzu viel Holz brauchen wir ja nicht mehr, zumindest jetzt erstmal. Wenn wir die Bäume abgeschlagen haben, können wir gleich wieder neue pflanzen an der Stelle, an den Stellen. Von daher. Alter, jetzt habe ich wieder das Replacement-Tool hier replaced. Weg damit. Alles Müll, alles Dreck, alles Dreck. Siehst du, wo ich gerade meine Hoe hier zur Seite gelegt habe? Fällt mir gerade ein, wir könnten mal wieder unser Beet hier begutachten, ne? Mal wieder ein bisschen hier landwirtschaftliche Arbeit leisten. Ja. So. Okay, oberen Bögen sind fertig. Ja.
Dann gehen wir erstmal zum Feld und ernten dann mal ein bisschen was. Mein Haupt ist fertig. Nice. So. Na, sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Kam viele Kartoffeln. Ich mache erstmal, bevor ich hier irgendwas mache, mache ich hier erstmal hier oben meine Leiste leer. Ja, okay, danke dafür. So. Gott, krieg ich wie viele Kartoffeln, Alter. Ist ja schon, boah. Okay. Einmal Feld ernten und wir haben schon 2 Stacks voll. Ist natürlich irgendwo nice. Ne? Also keine Frage. So. Okay, Doppelpflanzen geht nicht. Das heißt, ich kann hier wieder meine... So, dann das nächste Gemüse. Mal gucken, ob hier schon was vom Ernten übrig bleibt oder ob wir alles zur Saat wieder brauchen. Ah, 92. Das könnte tatsächlich... Wir werden sehen. Da dürfte aber ein paar übrig bleiben, schätze ich mal. Stück. Gar nicht mal so schlecht. Was? Gerade mal 6 Samen? Are you kidding me? Are you fucking kidding me? Das war ja gerade gar nichts. Boah, wir haben gerade 1 Samen. Was ist hier los? Möchten die mich hier ruinieren oder was? Hä? Ist beides das gleiche? Ach, die waren noch gar nicht. Das war beides das gleiche und die ich zuerst geerdet habe, die waren noch gar nicht fertig. Wow. Okay, das ist jetzt natürlich ein bisschen. Ja. Sind die schon fertig? Digga, warum braucht das hier alles so lange? Na gut, weil es halt extrem weit weg von unserem Haus ist und damit nie im aktiven Bereich. Ist natürlich ein bisschen blöd. Wir müssen hier öfters hinlaufen. Aber die hier sind auch alle noch nicht fertig. Das hier sind alles Erdbeeren. Und die sind noch nicht mal rot. Ich meine, die hier fangen an rötlich zu werden. Aber diese Dinger hier müssen dann komplett rot sein. Und das ist halt noch lange nicht der Fall. Von daher. Okay. Naja, wir sind aber schon mal hoffenweise Kartoffeln und ein paar Gurken. Das heißt, wir können uns zumindest schon mal Gurken-Kartoffelsalat machen. Was ja sehr nährreich ist. Schau mal hier nur so noch ein paar Gurken, damit wir hier noch, ne? Sonst haben wir viel zu viele Kartoffeln, viel zu wenig Gurken. Muss ja ausgeglichen sein. So, okay. Dann würden wir hier noch irgendwo gucken. Nö, hier ist so hohes Gras, hier sehe ich eh nichts. Okay, ab nach Hause. So, das heißt. Was haben wir denn hier noch? Wir haben auch schon mal diese Kartoffeln. Haben wir schon Gurken? Ja, 4 Stück, wow. Na gut, was soll's. Okay. Ah, wir haben 2 gebratene Kartoffeln. Okay, und wir haben sogar schon ein paar Salate gemacht hier unten. Ja.
Gibt es eigentlich noch andere Salate? Hä? Wie heißt das Ding? Ach, Salad. Einfach mal die englische Schreibweise probieren. Ne, geht's bloß in einen. Schade eigentlich. Na gut. Beziehungsweise, wir können mal gucken, was man hier noch aus der Schüssel machen kann. Siehst du, es gibt auch noch andere Sachen. Boah, gibt sogar eine Zim. Alter, okay, gucken. Boah. Dig, es gibt doch sogar eine ganze Menge. Was ist das hier? Cornstorm. Das ist aber auch erst ein Zwischenprodukt, oder? Das kann man nicht direkt essen. Sieht zumindest nicht genießbar aus. Also das hier ist natürlich geil, das ist ein deftiger Eintopf, ist das Bauerngericht der, ne, also ne, aber ne. Aber das hier, ja, siehst du, das kann man den nicht weiter verarbeiten. Okay, das ist natürlich so, was gibt's dann noch? Ja, rote Bete natürlich, klar. Boah. Chili-Bohle. Die kenne ich aber glaube auch schon. Die Chili-Bohle habe ich auch schon mal gesehen. Ja, Pilzsuppe natürlich. Ah, Müsli. Oder? Doch, das müsste Müsli sein. Ich habe leider keine Ahnung, was das Wort hier auf Deutsch bedeutet. Sieht lecker aus. Haferbrei. So, okay, dann mache ich aber auf jeden Fall mal kurz Feierabend. Vinto. Hoi. Join the game. So, wir leften sie. Ah, nee, er leftet. Ah, er hat das Spiel verlassen. Gut. Wir verlassen das Spiel auch mal. Zugunsten der nächsten Folge. In dem Sinne, schau bis V, klar. Schau mit V.